Einen wunderschönen guten Morgen auf unserer kleinen Farm, wie ihr seht. Wir befinden uns wieder im Wald. Es ist herrliches Wetter. Es hat ein bisschen geregnet. Es ist nicht zu warm, nicht zu kalt. Einwandfrei. So, heute werden wir die Reste noch aufarbeiten vom letzten Mal. Da liegt noch da hinten drinnen ein Stamm, den werden wir ablenken auf 3,50 wie die anderen. Und dann werden wir uns hier unten wieder ins Getümmel stürzen und den restlichen Bruch noch aufarbeiten. Schauen wir mal. Bis später. Ach ja, ganz vergessen, wir werden heute die neuen Handschuhe von Cox mal ausprobieren. Ja. Es ist im Grunde nichts anderes als ein Stielhandschuh oder ein Cox-Handschuh oder ein Stielhandschuh, kann man jetzt nicht ganz so gut unterscheiden, weil die von den Farben her fast identisch sind. Die sind von der Handinnenfläche hier noch mal ein bisschen verstärkt, so wie die ersten, die ich von Stiel hatte, die waren an und für sich perfekt, die hatten sie aber zurückgerufen, der Konzern, weil da irgendwelche Stoffe drin waren, die jetzt nicht so positiv sind für den Mensch. Na, des Weiteren werden wir heute auch noch mal probieren, wie sich das anträgt, das neue Nackenschild. Na, der Neck Protector oder wie es auch immer sich nennt, damit halt, wenn du im Unterholz rumspringst, dir nicht alles hinten in den Nacken fällt oder ins T-Shirt oder sonst wohin. Ja, es ist immer sehr unangenehm, wenn du solche kleinen Spreisel hier, so das was runterfällt, halt ins Genicke hinten reinfällt. Haben wir uns mal gedacht, probieren wir das Ding mal aus, mal schauen, ob das in dieser Helm-Nackenschutz-Kombination auch so gut funktioniert. Es ist, momentan ist es noch ein bisschen starr, aber ich hoffe, dass sich das im Laufe der Zeit ein bisschen erweichen lässt. Gut, in diesem Sinne, ja, Spielzeug haben wir auch mit, Ragnar ist natürlich auch dabei. Bis später.